Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Auflage hier auf dem Online-Fußballmanager.de, und zwar der YouTube Champions Cup startet in die 8. Saison und ist ab sofort im Silberstatus. Hätte ich jetzt noch nicht gedacht nach 8 Saisons, aber die 8. Auflage ist tatsächlich ein Silbercup und daher freut es mich umso mehr, dass wieder die meisten mit am Start sind. Da schauen wir doch gerade mal auf die Teilnehmerliste, wer alles jetzt wieder mit dabei ist und wer nicht. Währenddessen meine Beschreibung hier abkackt. Ne, da ist ihr. Da ist ihr. Gut, da schauen wir uns mal die Teams an, die dieses Mal zur 8. Auflage mit am Start sind. Und da haben wir die üblichen Verdächtigen. Die Jungs von Juliana Athletik Langstrat sind wieder mit dabei. Die Jungs der Wisper Buben sind wieder dabei. Die SV Werder Ultras auch wieder mit am Start. Der FC Rot-Weiß Erfurt, genauso wie die Paul Hemann Guys, der Titelverteidiger, ist wieder mit dabei. Die Teitrubers ebenfalls mit am Start. Fortuna Laschenknaller, Holzbeinswil, Lokomotive Harryhausen, die Samba-Tänzer, Rot-Weiß St. Petersburg ist mit am Start und der erste FC Biertrinker ebenfalls. Dann der VfB Pirmasens und mein YouTube-Kollege, der liebe Wolf mit seinem Team Motor Brenzlau. Und neu mit dabei Eintracht Spreewald, ein Team aus meiner Liga, aus meiner aktuellen Liga. Ich habe den Cup nicht ganz voll bekommen, deshalb musste ich wieder neue Teams einladen. Und Eintracht Spreewald hat die Chance genutzt und ist zum ersten Mal mit dabei hier in diesem Fun Cup. Und deswegen herzlich willkommen an dich. Freut mich, dass du teilnimmst. Und ja, wir werden mal sehen, wie der Fun Cup jetzt hier weitergeht. Ich werde jetzt die Auslosung starten. Jetzt hat sich hier irgendwas aufgehangen. Alter Verwalter. Okay, die Übersicht. So, dann müssen wir noch mal rausgehen, glaube ich. Ja, gehen wir noch mal raus. So genau machen wir das. Ja, die Steuerung über die PlayStation ist doch zu wünschen übrig, aber hier kann ich wenigstens in Full HD aufnehmen, was ich am Laptop irgendwie nicht hinkriege. Deshalb, ja, läuft das hier ganz über die PlayStation 4 und ich würde sagen, wir beginnen die Auslosung des 8. YouTube Champions Cup und sind mal gespannt, wie die Gruppen aussehen werden nach der Auslosung. So, haben wir jetzt ausgelost. Dann muss ich noch mal gucken, wie ich hier zurückkomme, ohne dass man hier jetzt wieder großartig die Seite wechseln müsse. So, ja, Auslosung ist erfolgt. Gehen wir nochmal rein in den Cup. Und dann schauen wir uns die Gruppen an. Die neuen Gruppen dieser neuen Auflage. Na, willst du nicht? Ja, irgendwie hat sich das hier jetzt alles ein bisschen aufgehangen, komischerweise. So, starten wir nochmal. Er will nicht. Komisch. Was mache ich da jetzt? Gehen wir mal kurz auf die Mannschaft. Irgendwie ist der Browser ein bisschen überlastet jetzt gerade mit dem Fun Cup. Leider Gottes. Gehen wir nochmal drauf und dann hoffen wir mal, dass wir reinkommen in die 8. Auflage des YouTube Champions Cup. Aber leider Gottes lässt er mich nicht rein. Also, okay. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier eine andere Seite öffnen können.
So. Dann versuchen wir uns doch nochmal einzuloggen. Und versuchen es erneut auf dieser Seite. So, jetzt aber. Alter Verwalter, ey. Komm ich denn hier rein? Hier. Ja, da komme ich natürlich rein. Okay. Das ist der Kampf vom lieben Shadow Wolf. Von dem Teammanager der Truppe Motor Prenzlau, der auch bei mir im Cup mitmacht. Hat auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde es mal verlinken. Aber jetzt klappt es. Ja, jetzt sind wir drin. Und jetzt schauen wir uns die Teams an. Beziehungsweise der Spielplan, wo auch die Gruppen enthalten sind. Und wir sehen in der Gruppe A die Samba-Tänzer, die Tai-Trubas, die Wisper-Buben und Holzbein-Zwiel. In der Gruppe B der VfB Pirmasens, FC Rot-Weiß Erfurt, Motor Prenzlau und der Newcomer Eintracht Spreewald. In der Gruppe C die Paul Hillmann Guys, der 1. FC Kirchner Straße, meine Truppe, Juliana Athletik Langstrath und der 1. FC Biertrinker. Ja, das ist eine harte Truppe. Da hat es mich wieder hart erwischt. So, in der Gruppe D ist vertreten Lokomotive Harryhausen 07, Fortuna Lattenknaller, SV Werder Ultras und Rot-Weiß St. Petersburg. Das sind interessante Gruppen. Das wird eine harte Geschichte für jeden von uns, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, am 17. Spieltag geht es los, hier auf dem YouTube Champions Cup. Und ich würde mich freuen, wenn ihr öfters mal hier vorbeischaut auf meinem YouTube-Kanal. Schaut euch mal die Nachberichterstattung an. Manchmal ganz lustig, manchmal weniger lustig. Aber wie gesagt, ja, ich würde mich freuen. Und ja, in diesem Sinne, sportliche Grüße an alle Teilnehmer und viel Erfolg in der 8. Auflage dieses YouTube Champions Cup. In diesem Sinne, ja, sag ich mal Tschüss, Chris, macht's gut.